Ja, guten Morgen, der bekanntliche Frosch im Hals. Ich möchte, einen Moment, ich war ein bisschen erkältet, Sie merken das noch. Ich möchte gleich mit einem Künstler starten, Joseph Kossuth. Er hat mal anlässlich einer Ausstellungseröffnung einen Witz erzählt, den möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Ich möchte sozusagen mit der Frage starten, die Frage der Perspektive. Also, ein Mann trifft Gott und fragt ihn, sag mal Gott, was sind denn eigentlich 100 Billionen Jahre für dich? Nun ja, antwortet Gott, so ungefähr eine Minute. Wow, eine Minute, sagt der Mann. Du Gott, was sind eigentlich 100 Billionen Dollar für dich? Well, sagt Gott, just a penny. Was? Nur einen Penny? Sag mal Gott. Kannst du mir nicht diesen Penny schenken? Na klar, sagt Gott. Give me just a second. Nochmal, einen sehr schönen guten Morgen, verehrtes Publikum, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut, heute hier an diesem Festival zu dieser ganz besonderen, spannenden Frage, die mich schon sehr lange interessiert, zu sprechen. Und es ist auch sehr schön, dass es in Basel ist. Ich liebe Basel sehr. Um das Thema unseres heutigen Tages zu beleuchten, braucht es, wir sehen das an dem Programm, an dem spannenden Programm, viele verschiedene Bausteine. Die Architektur, sagen wir es mal so, der Suffizienz ist komplex, denn Genügsamkeit und das Motiv, sich einzuschränken, wir haben das eben schon gehört, braucht ja nicht nur etwa Gebote und Verbote, noch viel mehr braucht es nämlich Verstehen. Es braucht viel Kontextwissen, es braucht Überzeugung. Und sich zu begnügen ist ja auch, das dürfen wir nie vergessen, eine Herausforderung für den Erfindergeist des Menschen, der ja nämlich immer gerne mehr will, als er gerade im Moment kann. Das treibt ihn auch. Deswegen benötigt das Motiv der Suffizienz vielleicht noch mehr als Vernunft, nämlich Entschlossenheit und Courage. Courage, um zu sagen, ich will bewusst leben, bewusst Entscheidungen treffen und ich erlebe dies als einen lustvollen Mehrwert in meinem Leben. Aber ist das möglich, Einschränkungen als lustvollen Mehrwert zu sehen? Ja, das glaube ich ganz bestimmt, das ist möglich. Doch sind uns eigentlich solche Fähigkeiten, es so zu tun und so zu machen, in die Wiege gelegt? Nein, das glaube ich wiederum nicht. Doch wie können wir diese Fähigkeiten erlernen? Mich interessiert deshalb die Frage, wo und wie können wir üben, an wichtigen Schalthebeln unseres Konsumverhaltens Nein zu sagen und eine Alternative zu wählen, eine, die wir wollen, die uns Spaß macht. Wie und wo können wir unsere Aufmerksamkeit für komplexe Zusammenhänge, ja, ich möchte sogar ganz pointiert sagen, trainieren? Wie befähigen wir uns und wie ermutigen wir uns auch, bewusst zu handeln? Ich möchte also nun in der kommenden Viertelstunde einen bislang allgemein viel zu wenig beachteten Baustein für die Umsetzung von Suffizienz beleuchten, nämlich die Beschäftigung mit Kunst. Ich starte mit der Behauptung, es wird höchste Zeit, dass wir die Notwendigkeit nachhaltigen Handelns mit der Notwendigkeit der Beschäftigung mit künstlerischen Prozessen verknüpfen. Denn die Beschäftigung mit Kunst bietet uns eine ganz besondere Chance. Durch sie sozusagen können wir üben, nämlich Selbstbestimmtheit, Offenheit, Kritikfähigkeit. Mittels Beschäftigung mit künstlerischen Prozessen trainieren wir unser Bewusstsein, unsere Aufmerksamkeit. Letztendlich, durch sie werden wir befähigt zu erkennen, dass die Zusammenhänge in der Welt komplex sind und dass wir als Individuum aber aktiv sein können. Wir sind gefragt. Jede Einzelne, jeder Einzelne. Denn, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, wie können wir uns eigentlich verändern? Denn das ist ja die Frage, Veränderung. Wie verändern wir uns? Wie ändern wir unseren Navi, unser Navigationsgerät?
Denn wenn ich gerade mal durch einen dramatischen Schock, was ja auch eine Möglichkeit für Veränderung ist, dann doch ausschließlich eigentlich durch Inspiration und Übung. Ich gebe Ihnen wenige Beispiele, denn durch Inspiration und Übung erfahren und erlernen wir zum Beispiel ein neues Musikinstrument oder eine neue Sprache. Oder durch Inspiration und Übung erfahren und erlernen wir neue Tanzschritte. Inspiration ist emotional, nimmt uns mit, überzeugt uns, ergreift uns, wir wollen. Und dann Übung, ja, das ist Arbeit. Aber mit der Verbindung beider können wir enorm viel bewirken. Fragen wir also nach, wo und wie üben wir eigentlich nachhaltig zu sein? Wo finden wir Vorbilder? Wo gibt es neue Fächer in den Schulen und Universitäten, die uns nicht nur vermitteln, dass Nachhaltigkeit wichtig ist, klaro, sondern die uns neue Übungsfelder zeigen, die uns mitnehmen, schon die Jugend, nämlich dafür, wie und warum es Spaß macht, ein im Sinne eines breiten Verständnisses von Nachhaltigkeit, also ein bewusstes Leben zu leben. Wir brauchen also neue inspirierende Übungs- und Lernfelder. Neues und breites Verständnis, um Einsicht zu üben. Klingt das unemotional? Gar nicht. Wo können wir also üben, um es nochmal pointiert zu sagen, herkömmliche Konsum- und Glücksversprechen zu überdenken und vor allem lustvoll, tatkräftig und überzeugt neue Wege einzuschlagen? Naja, Sie wissen es schon, worauf es hinausläuft, was ich jetzt gleich sagen möchte. Ich bin der Überzeugung, dass wir unter anderem wichtige Übungsfelder für die Umsetzung nachhaltigen Handelns und Agierens und somit auch für Suffizienz in der Beschäftigung mit den Künsten finden. Ich habe Ihnen einige Beispiele mitgebracht, einige wenige exemplarische Beispiele, die Ihnen eine Idee davon geben, welche Möglichkeiten Kunstwerke und künstlerische Prozesse für uns, für unsere Diskussion, für unsere Weiterentwicklung, für unser Bewusstsein eventuell haben können. Und ich möchte mit einem kleinen Film starten. Es ist eine ganz kurze Filmarbeit von Christian Jankowski. Christian Jankowski ist ein Künstler, der in Berlin lebt, 1968 geboren ist. Und Sie haben vielleicht schon von ihm jetzt gehört, er wird nämlich in Zürich nächstes Jahr als Künstler die Manifesta kuratieren und ein groß angelegtes Projekt, ein partizipatives Projekt mit der ganzen Stadt und mit allen Bevölkerungsschichten auch zum Thema Suffizienz realisieren. Und kurz nachdem er seine Kunsthochschule abgeschlossen hat, 1992, hat er eine wunderbare Arbeit gemacht, die heißt Die Jagd. Ist nur eine Minute und 22 Sekunden, die möchte ich Ihnen als Einstieg gerne zeigen. Freut mich sehr, dass Ihnen die Arbeit eventuell gefallen hat. Ich möchte jetzt nicht alle Arbeiten kommentieren, weil sie zum Teil auch für sich selbst sprechen und freue mich dann, mit Ihnen ganz direkt ins Gespräch zu kommen. Eine nächste Arbeit, die ich Ihnen mitgebracht habe, von Barbara Kruger,
eine amerikanische Konzeptkünstlerin, geboren 1945. Eine ihrer bekanntesten Werke sehen Sie hier, I Shop, Therefore I Am. Sie müssen sich das vorstellen, zum Teil riesige Plakate. In New York sind sie gehangen, ganz unterschiedlichen Formaten. Sie arbeitet immer wieder mit Werbe, mit Text und mit Bildelementen. Ich kaufe ein, deshalb bin ich. Das ist ein ganz, ganz toller Satz, weil er doppelbödig ist, weil er uns zum Denken anregt, weil er eine Wahrheit hat und auch gleichzeitig eine Lüge anscheinend bespricht. Stimmt das? Sehr interessant. Eine nächste Arbeit, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Und zwar dieses Werk ist von Katharina Fritsch. Katharina Fritsch ist 1956 geboren. Diese Arbeit heißt Tischgesellschaft. Sehr interessant. Tischgesellschaft ist ja ein sehr schöner, alt, gediegener Begriff für eine Nomen est Omen Tischgesellschaft. Die Arbeit ist von 1988 und einige von Ihnen kennen sie sicherlich aus dem Museum für moderne Kunst in Frankfurt. Ja, eindrücklich erzählt Katharina Fritsch in dieser Arbeit fast wie eine Schreckensvision von dem Verlust der eigenen Persönlichkeit. Damit Sie sich das noch vorstellen können, 16 Meter lang ist dieser Tisch und auf jeder Seite sitzen 16 Personen, jedes Gesicht ist gleich. Ja, wenn wir über Suffizienz, Nachhaltigkeit und Kunst sprechen, müssen wir uns einfach nochmal erinnern an eine ganz besondere Arbeit, 1982, 7000 Eichen von Josef Beuys. Josef Beuys hat diese Arbeit realisiert und eigentlich eine ganze Stadt involviert. Sie sehen hier vor dem Fridericianum, hier bekommen Sie einen Eindruck, was passierte. Er hat einen großen Haufen Basaltsteine, nämlich 7000 Stück, vor das Fridericianum gestellt, gelegt, ein Haufen. Und man konnte für damaligen 500 Mark einen Basaltstein kaufen, eine Stele, und dafür in der Stadt für bereitgestellte Flächen, überall in der Stadt, eine Eiche pflanzen. Sie sehen anhand dieser verschiedenen Abbildungen, dass über die Jahre natürlich ein ganz besonderes Zeichen entstanden ist. Aber das hat einige Jahre gedauert, denn zuerst wollte das niemand in Kassel. Und heute gibt es keinen einzigen Kiosk, keinen einzigen Taxifahrer, kein einziges Hotel, das Ihnen nicht die Geschichte erzählen kann von 7000 Eichen. Sehr interessant, wie Partizipation, Verantwortung, Nachhaltigkeit, Natur und Urbanität verbunden werden. Noch ein Beispiel, sozusagen ein letztes Beispiel. Steigen wir nochmal ein in die Atmosphäre. Wenn Sie einmal die Möglichkeit haben, eine Arbeit zu sehen von James Turrell, ein amerikanischer Künstler, 1943 geboren, dann ergreifen Sie diese Möglichkeit. Diese Arbeit war 2011 auf der Biennale in Venedig zu sehen. Sie tauchen ein in einen Raum. Sie müssen sich das jetzt vorstellen. Entgrenzt, sie haben keine Schuhe an. Sie laufen in Farbräumen zusammen. Alles löst sich auf. Die Zeit, zuerst denkt man, naja, Farben. Und dann merken sie plötzlich, wie ihre Gedanken sich sammeln und sie an einen ganz besonderen Ort eigentlich getragen werden. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin eigentlich schon fast am Ende. Erlauben Sie mir, etwas pädagogisch nochmal schnell zusammenzufassen, was eigentlich für verschiedene Punkte diskutiert werden können, wenn wir über die mit der Beschäftigung mit Kunst sprechen. Empfindungen, Erfahrungen, Sensibilisierung, Neues zu erkennen, Räume, die wir vorher nicht gekannt haben, die uns neue Ideen bringen. Ganz klar Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, eine neue Aufmerksamkeit zu bekommen, aber auch eine Lust für Komplexität, dass nämlich Kompetenz in verschiedenen Bereichen durchaus dann auch
alternativ genommen werden kann, zum Beispiel die Kompetenz in der Kunst, in der Kompetenz, die jeder Einzelne von Ihnen mitbringt, ein Kompetenz-Sharing im Grunde genommen. Dann ein ganz wichtiges Thema für Suffizienz ist selbstverständlich, das Verständnis zu haben, dass Zusammenhänge komplex sind, und deswegen auch der letzte Punkt. Menschen werden über Kunst hierarchielos zusammengebracht. Das ist sehr interessant. Es gibt nicht viele Bereiche, hier haben wir auch einen, in denen sich Menschen zusammentreffen, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen und wo die Hierarchie komplett egal ist, weil man trifft sich über das Thema. Ja, warum? Weshalb? Was brauchen wir für die Zukunft? Das ist ein wichtiges Thema. Also vielleicht ist mein Thema auch die Pädagogik, aber noch viel mehr als Pädagogik ist mein Thema die Inspiration und wo wir sie üben und erlernen können. Aber wer weiß, vielleicht sagen Sie ja, ach, Kunst und Kultur, das brauche ich gar nicht, das bringt mich gar nicht weiter, finde ich total legitim. Da können wir ein kleines Beispiel zum Beispiel nehmen. Sie gehen nach Venedig. Alles Kultur, was Sie dort sehen. Und wenn Sie das aber gar nicht so interessant finden, dann würde ich sagen, reicht für Sie die Lagune. Danke.